Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Maria-Corona-Spezial der Film-Gorillas. Denn ich befinde mich hier gerade in meinem Trailer am Set von Schneewittchen am See, wo ich Smilla Witte spiele. Im Prinzip das Schneewittchen in dieser modernen Neuverfilmung von Schneewittchen. Und dass wir diesen Film drehen können, das war ganz, ganz lange eigentlich gar nicht klar, durch Covid-19 natürlich. Was das für uns alle bedeutet, wie wir miteinander umgehen, damit wir nicht krank werden und so weiter, das möchte ich euch heute in diesem Spezial mal so ein bisschen zeigen und euch einen Einblick da rein geben, wie wir hier arbeiten können. Ich hoffe, ihr könnt was daraus mitnehmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Eiweia, wie sehe ich denn aus? Guten Morgen! Ja, also vorneweg muss man sagen, wir drehen jetzt schon seit 2 Wochen und mir fällt das alles gar nicht mehr so richtig auf. Es ist wirklich ganz, ganz schnell zur Normalität geworden, wie wir hier miteinander drehen und umgehen und was wichtig ist, worauf wir achten müssen. An sich ist es aber ganz in Ordnung, weil ich werde morgens abgeholt und sitze bei meinem Fahrer im Auto und der hat eine Trennwand zwischen uns beiden. Da sitzt auch niemand anders mit drin. Andere Sachen sind ein bisschen komischer, zum Beispiel, dass morgens, wenn ich ankomme, mir direkt erstmal Fieber gemessen wird und zwar mit einer Knarre. So, mal sehen. 36,6. Kerngesund. Hab ich immer. So soll es sein. Perfekt. Einen schönen Tag in der Maske. Vielen Dank. Dann gehe ich in die Maske. Tanja hat alles Mögliche an, was man nur anhaben kann, meine Maskenbildnerin. Es ist der Wahnsinn. Also Tanja hat hier, um das mal kurz mal alles abzufilmen, Tanja hat nicht nur einen Mund-Nasen-Schutz, sondern sie hat auch noch eine... Was ist das eigentlich? Das ist eine Schutzbrille. Eine Schutzbrille. Genau, auch. Und das ist eine FFP2-Maske. Eine FFP2. Die mich schützt und dich schützt. Sehr gut. Was hast du noch? Du hast Handschuhe. Genau. So. Latex-Handschuhe. Ja. Perfekt. Ja. Gegen den Kittel habe ich mich jetzt mal, weil ich sowieso jeden Tag meine Klamotten wechsle. So, von daher. Ja. Das erzählt sie uns. Ich stinke wie ein Wiederhopf. Nein, aber ganz besonders ist auch noch, dass wir jetzt hier, das haben wir normalerweise auch nicht, so einen wunderschönen Corona-Vorhang haben zwischen meinem Platz und dem anderen Platz, an dem unsere andere tolle Maskenbildnerin Antje sitzt. Und ja, natürlich gibt es auch ganz viel Desinfektion. Und auch gerne euch. So. Alle desinfiziert und jetzt fangen wir hier mal an. Das sind übrigens meine Haare, falls irgendjemand denkt, das sind meine eigenen. Nein. Es gibt so viele Auflagen, also eigentlich finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig, das umzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Wie zum Beispiel, dass ich mir eben jeden Morgen die Haare waschen muss, damit ich von Tanja angefasst werden kann. Danke. Bam, the glow up. Ja, Tanja hat mich jetzt hier fertig gemacht. Mit schönen langen Haaren und das Gesicht ist geschminkt. Und, aber die Lippen fehlen noch. Die Lippen fehlen noch. Schneewittchen braucht rote Lippen, wissen wir ja alle. Die kommen aber später. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit und deswegen überlege ich mir mal, was ich euch jetzt noch so zeige. Tschüss. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz witzig. Also wir haben zum Beispiel überall kleine Waschbecken rumstehen. Da muss man sich immer kurz die Hände waschen. Überall steht Seife rum, überall steht Handdesinfektionsmittel rum. Unsere Tische stehen beim Mittagessen total weit auseinander. Und da, wo früher eigentlich alle sich gemischt haben und miteinander gegessen haben und das großes Getose war, geht es heute nicht mehr. Wir haben immer nur eine Bank an einem Tisch und es dürfen immer nur 2 Leute pro Tisch an diesem Tisch sitzen. Das ist super schade, weil wir eben auch darauf achten müssen, dass es in den Departments bleibt. Das heißt, ich darf mich eigentlich nur mit meinen Schauspielern an einen Tisch setzen und die Maskenladies müssen bei den Maskenladies bleiben, Kostüm beim Kostüm, die Beleuchter bei den Beleuchtern und so weiter und so weiter. Das ist super schade, weil es gibt Departments, mit denen ich mich anfreunde, jedes Mal aufs Neue, wie zum Beispiel die Beleuchter oder das Kamerateam. Das sind immer, muss man wirklich sagen, so unfassbar coole Leute und die, ja, sehe ich irgendwie nur mit Maske, wenn ich vorbeilaufe, was natürlich mit dem gewissen Abstand immer gesichert sein muss, dann ziehen die alle immer sofort ihre Maske hoch. Das ist wirklich kein Spaß. Ich bin ein kleiner Bandit. Also so irgendwie so. Und ich habe keine Chance, so richtig mit denen in Kontakt zu kommen, weil die Sicherheitsmaßnahmen. Logisch, wir drehen hier den Film, das ist Arbeit und wir wollen alle da durchkommen, ohne dass irgendjemand Corona bekommt. Und wenn irgendjemand aus dem Team Corona kriegt,
dann haben wir die Chance, einfach das Department komplett auszutauschen und die anderen können weiter drehen. Aber wenn ich das kriege als Hauptdarstellerin, dann steht der Dreh. Und das wollen wir natürlich nicht. Bei der Essensausgabe sieht das Ganze dann so aus. Da haben unsere lieben Catering-Leute dann Mundschutz um. Ich bin jetzt auch Teilzeit-Tonfrau, denn das hier ist mein Sender und das ist mein Mikro, was ich nicht scharf kriege. Das ist mein Mikro. Das klebe ich mir im Prinzip so unter mein Kostüm. Und das hier ist der Beingurt, den man sich dann ums Bein schnallt. Es gibt auch noch einen für die Hüfte. Und normalerweise wird das vom Tonmann selber gemacht. Das heißt, der guckt dann genau, wie der Stoff vom Kostüm funktioniert und ob ich das irgendwie, ob das raschelt, wo er das am besten anbringt, hier oder hier. Und ja, das geht leider gerade nicht. Das heißt, ich muss es selber machen. Und am Anfang bin ich damit überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe es gerade mal geschafft, mir dieses Teil dahin zu kleben. Aber mittlerweile bin ich richtig gut da drin und weiß, wie das Teil funktioniert und weiß, ob ich eine neue Batterie brauche oder nicht. Also man lernt sogar was dazu. Ich befinde mich auch jetzt noch in Quarantäne. Das heißt, unser komplettes Team hat eigentlich die Möglichkeit, rauszugehen und abends eventuell mal was zu essen zu holen zumindest, aber immerhin mit Abstandsregeln einhalten und so weiter und so fort, Mundschutz immer tragen, gut Hände waschen und so weiter. Ich hingegen habe nichts von all dem. Ich darf einen Spaziergang machen und das war es auch schon. Eben genau auch aus dem Grund, dass wenn ich krank werde und das muss in dem Fall jetzt gar nicht mal großartig was mit Corona zu tun haben, dann stockt trotzdem unser Dreh. Also bis ich dann eben getestet bin, bis die Testergebnisse da sind und Gott bewahre, wenn dann auch noch positiv der Test ausfällt, dann steht der Dreh und dann wird erstmal werden alle getestet und ja. Dann bedanken sich alle bei mir. Deswegen darf ich nicht raus. Und ist nicht so schlimm. Wir sind hier gerade in Brandenburg auf dem Dorf und ich habe mein Fahrrad dabei und wir können immer in die Felder und können im Wald spazieren gehen und so. Das ist alles in Ordnung. Aber das muss auf jeden Fall noch dazu gesagt werden, dass ich jetzt hier gerade in so einer kleinen Isolationsbubble, eine Bubble ist rot, Isolationsbubble mich befinde. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz dieses Corona Toolkit, was wir geschenkt bekommen haben. Also da ist drin eine Handcreme, Desinfektionsmittel, eine Maske, ein Mund-Nasen-Schutz und ja genau, und was ich auch ganz besonders cool finde ist, euer persönliches Desinfektionsmittel könnt ihr bei der ZAL-Aufnahmeleitung nachfüllen lassen. Weitere Masken und Mund-Nasen-Bedeckungen bzw. Handschuhe sind ebenfalls bei der Z-Aufnahmeleitung erhältlich. Weil so hat keiner eine Ausrede, wenn es ums Mund-Nasen-Schutz tragen geht und Hände desinfizieren geht. Und wie wir alle ja mittlerweile wissen, vom ständigen Händewaschen und Desinfizieren werden sie auch wahnsinnig trocken. Und deswegen ist es auch gut, ein bisschen Handcreme dabei zu haben. Ich fand es total süß, dass sie das gemacht haben. Aber irgendwie ist das wahrscheinlich jetzt auch the new normal und ist jetzt sicherlich bei vielen neuen Sets so, die anfangen zu drehen. Wow, das war echt ein langer, langer Drehtag. Ich bin richtig müde jetzt. Wir haben die ganze Zeit draußen gedreht und ja, jetzt bin ich wieder im Hotel angekommen und da fiel mir ein, dass ich noch eine Sache vergessen habe. Und zwar, es ist tatsächlich auch so, dass bei uns die Drehbücher modifiziert wurden. Nicht nur, dass bei diesem Film das erste Mal, das muss ich jetzt kurz einfach sagen, dass es ein Drehbuch gibt, was gendert, also bei dem dann wirklich Mitarbeiter-Sternchen-Innen steht, sondern wir haben auch noch ein Corona-adaptiertes Drehbuch. Das steht sogar vorne drauf, Corona-Fassung. Ja, also auf jeden Fall gibt es sogenannte Sternchen-Szenen, die vorher mit der Produktion abgesprochen werden müssen. Da geht es dann darum, wenn zwei Schauspieler sich näher kommen müssen. Also so zum Beispiel eine Umarmung oder auch nur ein Handschlag oder ein Kuss. Das muss alles abgeklärt sein und dann wird diese Szene im Drehplan mit einem Sternchen gekennzeichnet. Und alles, was dieses Sternchen quasi umschreibt, das wird im Drehbuch fett gedruckt, damit auch alle wissen, dass wir uns nur dann wirklich nahe kommen dürfen. Na klasse, ich zeige euch das mal kurz. So, und dann haben wir als nächstes übrigens für unser Team, das müssen wir alles irgendwie noch ein bisschen bis auf diesen einen Satz blurren. Also, behutsam umhüllt sie mit der Serviette seine Wunde.
Das ist schon gefährlich, ne? Also wenn man mit der Serviette, dann könnte man sich schon was einfangen. Deswegen Abstand, Sternchenzähne, Hände desinfizieren, immer auf Abstand, wenn es irgendwie nicht anders geht. Immer auf Abstand, wenn es nicht vonnöten ist, nicht Abstand zu halten. Oh mein Gott, Corona macht mich vollkommen wahnsinnig. So, das war es leider auch schon wieder mit meinem Maria-Corona-Spezial. Ich hoffe, ihr habt was draus mitnehmen können. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt so ein bisschen mehr vorstellen, wie das ist, für uns am Set zu stehen und zu arbeiten in Zeiten von Corona. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und wenn dem so ist, dann lasst uns doch bitte ein Abo da und drückt auf das Glöckchen und ich werde ganz bestimmt nochmal wieder ein paar Set-Touren machen und euch mitnehmen, wenn es dann wieder weitergeht. Ganz liebe Grüße und bis bald.